Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Wie ihr es schon erkennen könnt, bin ich zu Hause wieder und ich habe da jetzt ein paar Produkte für euch vorbereitet, die ich euch vorstellen oder zeigen möchte aus meinem Heimatland. So, heute habe ich mir das Merix geholt. Das ist, wie ihr jetzt in dem Nebenfoto sehen könnt, ein Waschmittel von der Henkel Produktion, wird aber in Serbien in Werk Merima Kruševac hergestellt. Ist eigentlich baugleich mit dem Produkt gleich mit dem Weißen Riesen. Der Weiße Riese wird auch mit der gleichen Rezeptur hergestellt wie das Merix und wird bei uns im österreichischen Raum auch vertrieben und auch nur unterm Weißen Riesen gebrandet. Ich finde es ein sehr gutes Waschmittel. Ihr habt es auch bei meinen Kollegen, den Laundry Lord, gesehen. Der hat es gehabt im Test. Da können Sie den Test sehen. Das hat einen Fliedergeruch. Bei uns heißt es Jorgovan. Und genauso steht da aktiv schon ab 20 Grad, wie bei der ganzen Henkel-Produktion bekannt. Das Waschmittel schaut so aus. Es ist sehr feinpudrig und es ist wirklich in einem guten qualitativen Plastiksack verpackt und auch eine gute Qualität, es löst sich wirklich sehr gut auf. Wie ihr auf der Hinterseite gut erkennen könnt, das sind hier die Angaben, 6 bis 8 Kilogramm für stark verschmutzt, Normalverschmutzt. Es hat wie die ganzen Henkel-Produkte auch den Entkalker schon drinnen. Ich empfehle die Normalverschmutzte für mittleres Wasser, für Soft- oder Mittelwasser. Die 128 Milliliter, weil natürlich die klassischen Waschmaschinen wie meine hier, die ihr seht, die Gorenje, 4 bis 4,5, maximal 5 Kilo Maschinen sind. Die Obot, was ihr vorher gesehen habt bei mir, ist eine 5 Kilo Maschine, die Gorenje sind 4, 4,5, da es natürlich diese Bemessungen noch aus der Zanussi-Ära geblieben sind. Wie immer empfiehlt das Henkel-Werk Perwoll und Silan wird auch hier bei uns vertrieben. Silan wird aus Österreich importiert, das wird in Österreich auch hergestellt. Die Produktionen sind immer, wie gesagt, landübergreifend vertreten. Ich liebe das Merix, es ist wirklich ein gutes Waschmittel, ein qualitatives Waschmittel und es wäscht auch wirklich, wirklich sehr gut. So, mein nächster Favorit ist das Fax Helisim 55 Years of Radiance, New Dimension of Purity. Ich habe hier die Packung, die wird jetzt geworben mit den 99, fast 99,8% recycelbar. Es ist ein wirklich super gutes Waschmittel für die gesamte Wäsche. Es löst sich sehr gut auf, es duftet sehr gut und ist mit neuer Enzymtechnologie wirklich am Markt gekommen. Hier seht ihr ungefähr, wie es drinnen ausschaut und ich liebe es. Es wird vom Saponia-Werk in Osijek hergestellt, in Kroatien, jetzt in Kroatien. Damals im ex-jugoslawischen Raum war das Waschmittel neben dem Merix, war es eben das Waschmittel, dem alle hier vertraut haben und eigentlich war das das Ariel vom jugoslawischen Raum. Hier seht ihr hinten das Label, da seht ihr eben hier wird automatisch 4,5 Kilo Maschine automatisch gleich als erstes angezeigt, 230 Milliliter, 155 Milliliter sind absolut ausreichend bei mittleren Wasser, Mittelhärtewasser und da steht 6 Kilo plus 75 Milliliter und natürlich Fax empfiehlt das Ornel Weichspülkonzentrat und Nila ist die Wolle wie das Perwoll bei Henkel. Also das ist wirklich ein sehr tolles Waschmittel. Ich liebe die Waschmittel aus meinem ex-jugoslawischen Raum und auch die Qualität von denen ist wirklich, wirklich sehr gut.
So, das nächste Aktionsmodell, sage ich, ist das Fox Helsing Intelligent. Es ist jetzt eine Mitte zwischen dem Radiance und auch dem Aquamarin. Und es ist wirklich vom Duft her eine Mitte. Und da seht ihr, es ist auch die gleiche Bezeichnung hinten, diese 155 Milliliter. Ich nehme gerne halt bei voller Maschine und bei weichem Wasser, wenn die Wäsche ein bisschen auch fleckig ist oder mehr dreckig ist im Sommer, nehme ich 200 Milliliter, nicht die 230, aber 200 sind absolut gut oder diese 195 für hartes Wasser bei voller Maschine. Wie auch unten ihr seht, eben wird Nila und Ornel empfohlen und dieses kommt auch aus dem Saponia-Werk in Osijek. So, ein super mega cooler Klassiker, den es auch jetzt in Color gibt, ist das Mary Merino. Ein sehr, sehr, sehr gutes Waschmittel mit eben 45 Waschladungen sind hier, wird von der Firma Labud hergestellt. Labud ist eine Firma in dem jetzigen Kroatien. Damals im ex-jugoslawischen Raum haben die für den Professional-Bereich die Professional-Waschmittel hergestellt, machen sie auch noch heute immer für Hotellerie und auch für die Kasernen, für die Großwäschereien wird das von der Firma Labud hergestellt. Dieses hier ist eben für die gesamte Colorwäsche. Es ist meiner Meinung nach besser als das Perwoll oder das Fewa. Es duftet besser und es wäscht wirklich, wirklich, wirklich perfekt. Kann man nicht sagen, qualitativ gleichwertig, wenn nicht noch besser. Hier sind 2,7 Liter für 45 Waschladungen. Ich nehme bei der vollen 4,5 bis 5 Kilo Maschine, nehme ich gerne 105 Milliliter. Und da habe ich dann die Sicherheit, dass es auch gut ausgespült ist und auch sehr gut die Wäsche gewaschen hat. Ich habe es mit fleckiger Wäsche probiert. Unglaublich aber war, es hat auch die Flecken sehr gut rausgebracht. Natürlich ist ein Pulverwaschmittel besser, aber ich kann sagen, für dunkle Wäsche, für bunte Wäsche, für feine Wäsche, Mary Merino, mein absoluter Top-Favorit, den ich nicht mehr wechseln möchte. So, ihr seht hier meine Klassiker, den Bohor, den Azur, ein sehr gutes Weichspüler-Nichtkonzentrat, das ist der Klassiker, der hat sich nicht verändert aus den 60er, 70er, 80er, 90er, 2000er Jahren. Und natürlich die Duel Blue Angel ist auch ein sehr, sehr, sehr gutes Waschmittel von der Bohemia. Duftet wirklich sehr gut, macht die Wäsche auch sehr weich, wie das Bocher von der Firma Almus. Es ist eigentlich von der Verpackung her ähnlich. Ihr merkt, da gibt es den Procter & Gamble Touch drauf. Ich glaube, da gibt es eine Zusammenarbeit und die wird jetzt auch dann für den europäischen Raum kommen. Ich nehme dafür das normale, nehme ich eben eine Kappe. Hier seht ihr. Und es duftet wirklich super und macht die Wäsche weich. So viel war es von mir heute aus meiner Heimat mit meinen Waschmitteln, die ich hier habe, die ich hier nutze. In Österreich, wenn ich wieder bin, dann werdet ihr sehen, da habe ich das Aria Professional und ich bin auch sehr damit zufrieden. Aber da ich immer in dem Land, in dem ich bin, nutze ich gerne diese Waschmittel, die dort aus diesem Land kommen und auch natürlich in dem Fall habe ich hier sehr, sehr, sehr hochwertige und qualitative, sehr gute Waschmittel mit sehr guter Reinigungswirkung. Natürlich mit meiner Gorenje, das ist mein Klassiker, der wird auch im Video immer sein mit den Maschinen, die wir aus Ex-Jugoslawien kennen. The Queen of Balkan, sage ich jetzt, hat man natürlich perfekte Ergebnisse und wie man das schon kennt, keine Waschmaschine hat besser eine Kochwäsche gehabt wie die Gorenje-Maschinen. Made in Jugoslawien aus Titova Velenje. So viel von mir, meine Lieben, bis zum nächsten Mal und
Ganz, ganz, ganz liebe Grüße von meinem Zuhause und vielen Dank für eure 800 Abos. Und lasst einen Kommentar. Ich lese mir alle Kommentare gerne durch. Ich lese mir auch die positiven, die negativen, alle Kommentare. Und jeder Kommentar ist mir eben wichtig von euch. Gerade bei den negativen Kommentaren sage ich, finde ich das nicht schlecht, weil es mich nicht in einer Seifenblase leben lässt, sondern sind das Anregungen, dass ich etwas verbessere. Wenn ich das mit Herz annehme, habe ich dann mehr zufriedene Zuschauer und ich bin auch zufrieden, weil ich etwas dazugelernt habe. Somit ganz liebe Grüße, euer M-Woster. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.